Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris The Rock, dem stärksten Bio-Eiweiß-Lieferanten und Gründer von Rocksports. Herzlich willkommen zum Rockcast. Eine neue Folge. Chris The Rock, mein Name, Gründer und Inhaber von Rocksports. Ist nicht nur die stärkste, sondern auch die feinste Sportnahrung in Bioqualität, die feinsten Gewürze in Bioqualität und natürlich auch Don Rock, der feinste Kaffee in Bioqualität. Das heißt, alles, was das Bioherz begehrt. Und wenn ich jetzt jedes Mal dieses Intro bringe, dann muss ich jetzt eigentlich auch eine neue Kategorie einführen. Wenn du dir das Ganze live und in Farbe auf dem Rocksports YouTube-Kanal anschaust, dann siehst du jetzt neben mir dieses richtig feine Büchlein stehen. Das ist mein neues Buch. Ja, und darum geht es auch heute. Das heißt, bei Rocksports gibt es nicht nur die feinste Sportnahrung, Gewürze und Kaffee, sondern auch die feinsten Bücher. Ja, und diese Folge dient dazu, dass ich eure Fragen adressiere, die Fragen, die ich zu diesem Büchlein bekommen habe, aber nur einen Teil davon, denn einen anderen Teil, den werden wir in einer separaten Folge abhandeln. Gleich dazu mehr. Ja, warum, um was geht es in dem Video? Dieses Video ist für die Menschen, die sagen, Chris, das Buch ist cool, das was Rocksports, was da passiert, ist auch cool, aber ist das Buch überhaupt was für mich? Ich bin ja kein Kraftsportler, ich bin ja kein Wettkampfsportler oder sonstiges. Das heißt, in dieser Folge erfährst du, für wen dieses Buch ist und für wen es nicht ist. Und ich zeige dir auch die Geschichte, was dazu geführt hat, dass dieses Büchlein entstanden ist. Und damit es nicht tagelang dauert, weil das ist ein Herzensprojekt, da könnte ich dir tagelang was erzählen, was da alles an Zeit und Co. drinnen steckt, habe ich mir da hier auf meiner Zauberliste die wichtigsten Punkte notiert. Das heißt, bitte, es sei mir verziehen, dass ich da regelmäßig auf meine Liste schaue. Ich möchte nicht, dass diese Podcast-Folge 4 Stunden, 5 Stunden dauert, sondern es soll kurz, knackig und auch noch verdaulich sein. So, das einmal vielleicht einleitend. Und zwar, beim Buch ist es so, ich schlage vor, wir starten direkt ins Thema rein. Dieses Buch ist nicht mein erstes Buch. Ich habe mittlerweile, ich habe es hierher gelegt, 1, 2, 3, das ist mittlerweile das 4. Buch. Buch Nummer 1 gibt es, glaube ich, sogar auf Amazon zu verkaufen. Das war damals meine wissenschaftliche Arbeit in Buchform. Dann sind wir, wie ich damals in meinem Vorleben an der Fachhochschule in Steyr im Logistikum in der Logistikforschung gearbeitet habe, ist ein zweites Buch entstanden. Und zwar das Weißbuch der Intralogistik und Logistiktechnologie. Das ist ein Buch, das auch für meine Vorlesungen verwendet wird, die ich nach wie vor mache. Ja, und die habe ich mit einem lieben Freund und damaligen Mentor geschrieben, ein Herzensmensch von mir. Ja, und daraus ist dann auch noch die zweite Auflage entstanden, und zwar das Intralogistik- und Logistiktechnologie-Weißbuch. Und das ist sozusagen Buch Nummer 3. Und dieses Büchlein, wie gesagt, wird nach wie vor für meine Studierenden verwendet, in meinen Vorlesungen, Logistiktechnologie, Supply Chain Management. Das heißt, das ist die Entstehungsgeschichte der ersten Bücher damals. So, und was diese Bücher aber von meinem neuen Buch unterscheiden, eine Anleitung fürs Leben, ist, dass dieses Buch in meinem eigenen Verlag erschienen ist, dem Rockcademy Verlag. Nicht Academy, sondern Rockcademy Verlag. Das ist auch der Begriff, beziehungsweise die Rockcademy, das ist der Begriff, wo auch das Rock-Prinzip, unser Mentoring-Programm, darunter läuft, das du vielleicht schon kennst. Wenn du auch schon Teil der Rock-Gemeinde bist oder der Rock-Prinzip-Gemeinde, dann sehr, sehr cool, dann kennst du das schon. Wenn noch nicht, dann schau einfach vorbei auf der Rocksports-Webseite. Gibt es oben einen Button im Menü, das Rock-Prinzip, da kannst du dir das anschauen. Ja, und unter diesem Begriff Rockcademy gibt es eben auch dieses feine neue Büchlein. Und wir haben damals einfach mit den Verlagen, mit denen wir damals zusammengearbeitet haben, ich persönlich nicht allzu gute Erfahrungen gemacht. Und dementsprechend habe ich mich entschieden, es wird sicher nicht das letzte Büchlein sein. Und deshalb gründe ich gleich einen eigenen Verlag. Und so ist der Rockcademy Verlag entstanden. Das findet man auch hier auf der Rückseite, kannst du dir das anschauen, findest du das Logo des guten Stückes. Ja. Geiles Logo, wie ich finde. Und übrigens zur Info, es sind für die nächsten 3 Bücher schon die Konzepte in Arbeit. Das heißt, ich habe auch bei diesem Buch noch einmal diese Leidenschaft fürs Buchschreiben entdeckt. Das habe ich damals schon gehabt, bei diesen Büchleins. Aber das war einfach noch einmal, ja, es ist so ein cooler Prozess. Wir werden dann, glaube ich, auch in dem Video noch kurz darauf eingehen, was einfach Spaß und so etwas macht. Es ist zwar unendlich viel Arbeit, 2,5 Jahre, knapp 3 Jahre Schreibarbeit. Ich weiß gar nicht, wie viele 100 Stunden da reinfließen. Jeder, der schon mal ein Buch geschrieben hat, weiß,
etwas niederschreiben ist nett, aber dass das Niedergeschriebene sich auch noch kurz und knackig liest, beziehungsweise dass eine Person, die dich nicht kennt und das liest, es auch versteht, das ist im Grunde die Kunst. Und dann eben nicht ausufern und das Ganze auf 500 Seiten schreiben, sondern auf knackigen 300 Seiten. Ja, das ist die Challenge. Das heißt, etwas in seiner Essenz niederschreiben, dass es auch eine dritte Person gut lesen kann. Und euer Feedback, das ich regelmäßig bekomme, zeigt mir, das Buch ist lesbar. Und genau das sind die Rückmeldungen, wo einfach mein Herz aufgeht. Da ist so viel Arbeit drinnen. Und wenn ich merke, okay, das kann ich weiter transportieren, sehr, 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 sehr geil. Das heißt, Punkt Nummer 1 war, das ist das erste Buch im eigenen Verlag. Und kleiner Teaser, da wird noch einiges weiteres kommen. So, ich habe mir da noch aufgeschrieben, 300 Seiten, 50.000 Wörter, 2,5 Jahre Schreibzeit. Warum 2,5 Jahre? Ich kann da den Tag ganz genau festhalten, wo dieses Buch oder die Idee zu dem Buch entstanden ist. Das war gerade typische Corona-Lockdown-Zeit, das heißt, die Fitnessstudios waren geschlossen. Ja, und für die, die mich regelmäßig verfolgen, die wissen, ich bin Kraftsportler, ich liebe das Eisen, je schwerer, desto besser. Ja, und dann ist natürlich keine Option, dass man mit dem Training aufhört, nur weil die Fitnessstudios geschlossen haben. Dementsprechend habe ich mich entschieden, naja, zu Hause, wir funktionieren einfach den Balkon um. Wir haben damals einen richtig schönen Flussblick gehabt, haben wir jetzt auch, aber das ist eine andere Wohnung. Ja, und auf diesem Balkon habe ich meine Olympia-Hantelstange gehabt und ein bisschen Gewicht, ich glaube 180 Kilo oder irgend sowas. Maximale Traglast des Balkons darf natürlich nicht überschritten werden. Ja. So, und das weiß ich noch ganz genau an diesem Tag. Kaiserwetter, ich habe in Badehose barfuß trainiert, Kniebeugen standen am Programm und in der Satzpause ist mir dann irgendwie die Idee gekommen, ich muss jetzt das Buch schreiben. Ich muss das Buch schreiben. Und dahinter liegende Gedanke war der, ich bin jemand, der seit Jahren Journal schreibt. Wenn du bei meinen Vorträgen schon einmal dabei warst, wenn du beim Rockprinzip dabei bist oder wo auch immer, du weißt, dass ich immer wieder dieses Grundprinzip des Denken auf Papier hervorhebe, niederschreiben. Denn da passiert so viel, wenn du etwas handschriftlich notierst, passiert einfach so viel unterbewusst. Das heißt, die Informationen, die du niederschreibst, werden einfach auf so vielfältige Art und Weise verarbeitet. Es wird das Zentrum für Kreativität, für Struktur und Co. adressiert und somit ist es einfach viel, viel gehaltvoller, als wenn du das beispielsweise am iPad notierst, am Laptop oder was auch immer. Denken auf Papier. So, und dieses Prinzip pflege ich schon seit Jahren und schreibe Journal. Jeden Morgen nach meiner Morgenrunde gibt es auch einen feinen Eintrag in meinem Journal. So, und das führt dann dazu, dass ich, das habe ich hier jetzt nicht aufgebaut, dass ich mittlerweile wahrscheinlich 20, 25, vielleicht sogar noch mehr Journalbücher vollgeschrieben habe. So, das heißt, es sind hunderte Seiten an Inhalten, die ich über die Jahre hinweg zusammengeschrieben habe. So, und du kennst es vielleicht, es gibt diese Momente im Leben, wo man denkt, okay, diese Situation, irgendwann habe ich das schon einmal so erlebt. Und dann habe ich den Drang verspürt zu schauen, okay, wie habe ich denn damals reagiert? Ich habe mir es ja ins Journal geschrieben. So, und jetzt bist du dann vor dieser Herausforderung und hast da 20 Journalbücher mit hunderten Seiten vor dir liegen und kannst du dann überlegen, okay, nehme ich mir jetzt 3 Stunden Zeit und suche jetzt diesen Inhalt da irgendwo raus, irgendwo habe ich diese Situation niedergeschrieben, wie ich damals reagiert habe. Ich möchte den gleichen Fehler nicht noch einmal machen, dementsprechend schaue ich mir an, was habe ich damals gemacht und wie kann ich jetzt besser reagieren. Das ist sozusagen der Hintergedanke gewesen. Und diesen Fall hatte ich regelmäßig. Das heißt, es war immer wieder, wo ich sage, boah, ich will jetzt nicht hunderte Seiten da durchblättern, dass ich wieder dieses eine Erlebnis, diese eine Erkenntnis von damals wiederfinde. Und so ist dann die Idee am besagten Tag beim Kniebeugentraining entstanden, wo ich sage, hey, ich könnte ja all diese Erkenntnisse in meinen Journalen kurz und knackig zusammenfassen und das Ganze mit einem Stichwortverzeichnis versehen. Und genau dieses Stichwortverzeichnis hat dieses feine Büchlein. Das heißt, du kannst das Ganze von hinten auf aufschlagen und wirst dann ein feines Stichwortverzeichnis finden. Und anhand dieses Stichwortverzeichnisses kannst du, wenn du jetzt spezielle Herausforderungen gerade hast, genau die entsprechenden Lektionen, die in diesem Buch enthalten sind, nämlich genau 78 Lektionen, Denkanstöße und Erkenntnisse, finden und dann einfach geile Inputs dazu lesen.
Das heißt, es ist wie ein kleiner Ratgeber, den du immer und immer und immer wieder heranziehen kannst. Das heißt, dieses Büchlein sollte nicht im Regal verschwinden. Du kannst dir gerne zwei Exemplare kaufen und eines ins Regal stellen, zum Verstauben lassen und das zweite bitte immer mit dabei haben, denn das ist ein Ratgeber, ich lese selbst drinnen, obwohl ich selbst geschrieben habe, aber du kennst es vielleicht, das eine ist, man hat es einmal gehört und das zweite ist, dann es wirklich anzuwenden und dann braucht es einfach Wiederholung, immer wieder reinlesen und ich denke mir dann teilweise selbst, wer hat das bitte geschrieben, wie geil ist das geschrieben und dann komme ich drauf, das habe ich ja selbst geschrieben. Das ist jetzt kein Eigenlob, sondern das soll einfach nur zeigen, dass selbst ich, obwohl ich das geschrieben habe, diese Dinge nicht immer präsent habe und ich mich selbst auch immer wieder erinnern muss. Das heißt, das ist die Idee dahinter und das ist auch aus meiner Sicht der Grund. Ich habe schon so viele Bücher gelesen und habe da einfach herausgefunden, was gefällt mir nicht. Und das, was mir oftmals nicht gefallen hat, ist, dass einfach elendslang geschrieben wird und der Knackpunkt fehlt. Und diese 78 Lektionen hier, die sind aus meinen persönlichen Journalen entstanden. Das heißt, es ist kein Marketinggelaber, kein Marketinggeschwätz, sondern das ist tatsächlich aus meinem privaten Leben entstanden. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum der Mehrwert so geil ist. Wenn ich das Büchlein damals schon vor 10 Jahren bekommen hätte, ich hätte mir sehr, 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 sehr viel erspart und meine Entwicklung wäre einfach deutlich schneller vorangeschritten. Aber das ist jetzt kein Jammern, sondern ich liebe es, dass ich diesen Prozess durchmachen habe dürfen, denn allein durch das Schreiben des Buches festigt sich das so vielfach mehr im Kopf, dass man einfach ja, das Ganze noch viel mehr und viel tiefer aufsaugt. Das heißt, die Idee ist tatsächlich aus einem eigenen Problem entstanden. Und das Coole ist, wenn man das Ganze dann im Kontext von Rocksports, von der Biosportnahrung sieht, diese Produkte sind auch aus meinem eigenen Problem entstanden. Ich wollte eine Sportnahrung, die keine Aromen enthält. Ich wollte eine Sportnahrung, die keine Zuckerzusätze erhält. Ich wollte eine Sportnahrung haben, die aus biologischer Landwirtschaft stammt. Das hat es damals in dieser Form noch nicht gegeben. So ist die Idee entstanden. Rocksports, na, dann mache ich das selbst. Und genauso ist es auch bei diesen Büchlein. Ich will das in kompaktester Form haben, mit einem geilen Mehrwert und einfach mit diesen Key Learnings, die das sehe ich jetzt auch im Rock-Prinzip immer wieder. Wie gesagt, wenn du schon dabei bist, kennst du dieses Vorgehen, wo ich einfach merke, das sind die Probleme, die Herausforderungen, mit denen wahrscheinlich 95% der Menschen zu tun haben. Dementsprechend ist dieses Buch für alle Menschen, die sagen, ich möchte mich weiterentwickeln. Völlig egal, ob das sportlich ist. Da sind auch Erkenntnisse aus dem Wettkampfsport drinnen. Da steht auch beispielsweise die gesamte Geschichte zu meinem Fernsehauftritt bei 2 Minuten 2 Millionen drinnen. Und dass das kein Geschenk des Himmels war, oder war es schon, aber nicht ohne Einsatz von mir gekommen ist, sondern auch da war harte Arbeit notwendig. Und auch da war es nicht nur ein Versuch, nicht nur zwei Versuche. Aber da will ich gar nicht mehr erzählen. Hol dir das Buch und lies die Geschichte selbst nach. Und hab Teil an diesen Erkenntnissen, die ich dadurch habe. Ja, du merkst schon, ich fange ins Reden an. Da ist so viel Emotion drinnen. Und ich kann dir nur empfehlen, kauf dir das Büchlein. Du wirst es nicht bereuen, da ist so viel Mehrwert drinnen. Und selbst wenn du dich seit Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, und das tue ich selbst auch, wirst du da geile Erkenntnisse finden. Das heißt nicht, dass jetzt alles vielleicht neu ist für dich. Aber es muss nicht immer alles neu sein, sondern in der Regel braucht es immer nur eine Erinnerung an bestehende Inhalte. Eine wieder in das Bewusstsein, ins Bewusstsein bringen sozusagen des Ganzen. Und das kannst du mit diesem Buch bewerkstelligen. So, das heißt, das war im Grunde die Entstehungsgeschichte. Und das Geile ist, kleine Geschichte, ich glaube, das habe ich schon in einem meiner vergangenen Videos kurz in Form von einem Screenshot eingeblendet. An dem besagten Tag meines Kniebeugentrainings, als die Idee entstanden ist, habe ich mich dann am Abend hingesetzt und habe im Laptop das Skriptum eröffnet, spricht ein Word-File in Wahrheit, Microsoft Word, und habe da mal die ersten Ideen reingeschrieben. So, und dann habe ich auf der Titelseite dieses Word-Dokuments geschrieben, Idee-Doppelpunkt, das Datum, und Schreibstart, das Datum. Und der Schreibstart war genau am nächsten Tag. Das heißt, ich habe nicht wochenlang gearbeitet oder gewartet und habe mir gesagt, na, weil ihr Buch schreibt mich schon viel Aufwand und so weiter, sondern ich wollte es von Grund auf durchziehen. Und auch wenn du das Thema Disziplin, warum ich alle Sachen so durchziehe, wie ich sie durchziehe, erkennen möchtest, das steht auch da drinnen. Dass ich einfach das mache, ich möchte es umsetzen und nicht warten, sondern jetzt Vollgas. Das heißt, wenn du dieses Buch liest, wirst du mich deutlich besser verstehen, warum ich all diese Dinge so mache, wie ich sie mache. Und auch das Thema Zeitmanagement, Disziplin, Leidenschaft, im Moment leben, da steckt
In Wahrheit stecke ich da drinnen, so einfach ist es gesagt. Ja, das heißt, so ist einmal die Idee entstanden. Das Detail zur Geschichte, wie das entstanden ist, findest du übrigens auch in dem Buch. Ja, und was ich mir da auch notiert habe, ist mir ganz, ganz wichtig. Wie ich eingangs erwähnt habe, dass die Essenzen meiner Journale in diesem Buch enthalten sind, was schreibe ich in mein Journal rein? In mein Journal schreibe ich die Dinge rein, die sogenannten Aha-Momente, wie ich sie immer nenne. Du kennst es vielleicht, wenn du irgendetwas erlebst. Das kann ein Zitat sein, das du liest. Ich liebe Zitate übrigens. Dieses Buch ist voll mit feinsten Zitaten. Oder das kann die Aussage eines Menschen sein. Das kann, wenn du bei einem Vortrag sitzt, nur ein kleines Wort sein. Und plötzlich geht dir die mentale Glühbirne hinten auf und du machst, jetzt macht es Sinn, jetzt verstehe ich das. Es kann sein, dass ich habe teilweise Themen mitgetragen seit Jahren, die dann plötzlich, dann habe ich es verstanden. Denn das eine ist kennen, das andere ist können und das dritte ist anwenden. Wirklich anwenden und das geht in der Regel nur dann, wenn du es wirklich verstanden hast. Und dieses Buch ist im Grunde voll mit 78 Aha-Momenten. Das heißt, ich habe die für mich wichtigsten Momente, Aha-Momente aus meinen Journalen ausgearbeitet und habe sie so verarbeitet, dass sie eben nicht auf 5, 6, 700 Seiten sind, sondern auf knackigen 300 Seiten. Du wirst sehen, wenn du dieses Buch liest, ich bin kein Weltliterat und schreibe irgendwie hochtrabend, sondern du wirst sehen, das ist, liest sich wie meine Instagram-Postings, relativ easy und einfach geschrieben, aber mir geht es da nicht darum, irgendwie super toll hochliterarisch rüberzukommen, sondern mir ist es wichtig, ist auch meine Mission, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Und da bringt es mir nichts, wenn ich irgendwas hochwissenschaftlich schreibe, sondern es muss verständlich sein, es muss für den Alltag verarbeitbar sein. Und genau das gibt es eben in diesem Buch, diese Aha-Momente. Und so ist auch der Titel entstanden oder der Untertitel. Der Titel des Buches ist eine Anleitung fürs Leben. Übrigens nicht die Anleitung fürs Leben, sondern eine Anleitung fürs Leben. Die Anleitung fürs Leben, das wollte ich mir nicht anmaßen, aber es ist eine Anleitung fürs Leben. Und der Untertitel ist 78 Lektionen, Erkenntnisse und Denkanstöße. Das sind eben genau diese besagten Aha-Momente, die dein Leben zum Wunschkonzert machen. Und bei uns im Mostviertel, da wo ich ursprünglich herkomme, da heißt es immer, das Leben ist kein Wunschkonzert, du kannst dir ja nicht alles wünschen, sage ich, falsch, das Leben ist ein Wunschkonzert, aber nur dann, wenn du weißt, wie du richtig damit umgehst. Das steht übrigens auch in diesem Buch. Das heißt, 78 Aha-Momente, die mich in den letzten 10 Jahren bewegt haben. Zur Info, dieses Buch hätte zu Beginn mehr als 120 Lektionen gehabt, aber es ist schlicht und einfach dann zu viel geworden. Und ich habe gesagt, die übrigen Lektionen, die hebe ich mir für das nächste Buch auf. Ja, aber in Summe 78 Lektionen, 300 Seiten, da gibt es schon mal jede Menge an Inhalt und Lesestoff. Ja, ich muss da meine Zauberliste abhaken, wie ich da sauber vorgehe und nicht in die Details abdrifte. Ja, ich habe hier mir noch notiert, was ist das Besondere an dem Buch? Und da möchte ich jetzt keinen Lobgesang drauf machen, natürlich kann ich es auch, aber was mir viel wichtiger ist, warum habe ich mich entschieden, dass ich das Buch genauso schreibe? Und ich ziehe das im Grunde auch wieder auf das ganze Thema zurück. Was gefällt mir an bestehenden Büchern? Ich habe hunderte Bücher mittlerweile gelesen. Was hat mir da gefallen, was hat mir weniger gut gefallen? Einen Punkt habe ich vorher schon erwähnt, was mir weniger gut gefällt, ist, wenn ich gefühlt auf Seite 70 bin und ich habe noch immer keine Ahnung, was dieser Herr oder diese Dame, der Autor, mir mit dem Thema sagen möchte. Komm zum Punkt, sage ich dann immer. Komm zum Punkt, zumindest denke ich mir das. Und irgendwann verlässt mich dann die Lust auf das Buch, weil nach Seite 140 noch immer nichts Greifbares da ist und alles herumgelabert wird. Wenn dir das persönlich gefällt, das ist völlig wertfrei, mein Feedback, ist es okay für mich persönlich. Ich brauche Input, knackige Vorgehensweise. Ich mag dieses Langwierige nicht und dementsprechend wirst du auch in diesem Buch keine überflüssigen Blabla-Sätze finden. Du wirst sehen, dass die eine Lektion eine halbe Seite lang ist und die andere Lektion 10 Seiten lang ist. Es gibt vielleicht Vorgehensweisen und Vorgaben von Verlagen, wo es heißt, naja, wir müssen diese Lektionen schon ungefähr gleich lang machen, jetzt muss ja was gleich schauen und so weiter. Das ist mir völlig egal. Dementsprechend habe ich auch den eigenen Verlag gegründet. Das heißt, dieses Buch ist so geschrieben, wie die Inhalte es brauchen.
keine Füllsätze, keine Füllwörter, kein langes Blabla. Und somit ist dieses Buch für Menschen, die sagen, puh, ich möchte zum Punkt kommen. Ich möchte ganz klar wissen, worum es geht. Ich möchte kein langes Herumgelaber haben, sondern ich möchte sofort zum Punkt kommen. Und das ist auch das Geile, darum ist das Buch auch für unterwegs perfekt, beziehungsweise immer als Ratgeber mit dabei, weil die Lektionen sind in ein paar Minuten durchgelesen. Und die kann ich immer, immer, immer wieder durchlesen, kurz und knackig. Und muss da nicht Stunden investieren, kann ich natürlich auch, aber um einmal eine Lektion nachzuschlagen und reinzulesen, das ist in 3, 4, 5 Minuten erledigt. Und das ist das Geile, das ist einfach für zwischendrin perfekt. Ich habe hierher geschrieben, ein ständiger Begleiter, genau das ist es, im Grunde das, was ich gerade gesagt habe. Mir ist es wichtig, dass dieses Buch, wie gesagt, nicht im Regal verstaubt, dafür wurde es nicht geschrieben, sondern es ist dafür geschrieben, dass man es immer und immer und immer wieder liest. Übrigens, das ist auch eine Lektion in meinem Buch, warum man Bücher nicht nur einmal lesen sollte. Habe ich früher auch geglaubt, warum soll ich ein Buch öfter lesen, es reicht ja, wenn ich das einmal lese. Nein, du wirst richtig geile Erkenntnisse haben, wenn du ein Buch öfters liest. Nicht nur meines, sondern alle Bücher, die du hast, beziehungsweise wo du sagst, die waren cool. Immer zweites, drittes, vielleicht sogar viertes Mal reinlesen. Ja, und das ist im Grunde mal das Wichtigste zu dem Buch, was das Inhaltliche betrifft, was das Optische betrifft. Auch da gibt es verschiedenste Arten und Weisen, aber das werden wir in einer eigenen Rockcast-Folge adressieren, wo es darum geht, wie schreibe ich ein Buch. Einige Leute haben mich kontaktiert, Chris, ich würde auch gerne ein Buch schreiben, hast du da ein paar Tipps für mich, wie geht man da vor? Das würde aber jetzt dieses Video sprengen, dementsprechend, das schauen wir uns in einer eigenen Rockcast-Folge an. Worauf muss ich bei dem Schreiben eines Buches achten, wie mache ich das mit dem Verlag, wie mache ich das mit der Druckerei, ich muss ja vorab das Design machen, wo mache ich das, also es ist nicht nur das Schreiben, das ist nur ein kleiner Teil davon, sondern das Ganze muss man ja auch entsprechend dann realisieren. Und wenn du das Buch in der Hand hältst, wirst du merken, boah, das ist richtig, richtig schwer und das hat auch seinen Grund. Du kannst beim Buch etwas günstig produzieren, du kannst es aber auch teuer produzieren und beim Rockbuch, eine Anleitung fürs Leben, haben wir im Grunde überall ein Häkchen gemacht, was gut und teuer ist. Fadenheftung ist eh klar, dicker Einband, schweres Papier, richtig geiler Druck. Und was mir da auch noch wichtig ist, warum der Druck ganz, ganz wichtig war, weil die Grafiken, die da enthalten sind, die habe ich alle selbst gezeichnet. Das heißt, die sind mit Bleistift per Hand gezeichnet. Die habe ich im Grunde auf ein weißes Blatt Papier gezeichnet. Das Ganze wurde dann digitalisiert. Ja, und dann wurde das Ganze ins Buch übernommen. Das heißt, da ist nicht nur der Text sehr persönlich, sondern auch die Kritzelei, die da drinnen ist. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Natürlich könnte ich das alles digitalisieren und von irgendeinem Profi-Grafiker zeichnen lassen, aber das will ich gar nicht. Ich will, dass das eine persönliche, geile Geschichte ist. Und das wirst du dann anhand der Grafiken merken. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Das Buch ist für Menschen, die sich weiterentwickeln möchten. Ich sage immer so, wie in der Natur ist es, wenn eine Pflanze nicht mehr weiter wächst, wenn ein Tier nicht mehr weiter wächst, nicht mehr regeneriert, dann stirbt es. Genauso ist es bei uns Menschen auch. Wir sterben zwar dann nicht körperlich, aber oftmals dann mental. Du kennst vielleicht die Menschen, die seit 30 Jahren genau die gleichen Menschen sind. Die haben irgendwann aufgehört zu wachsen. Und das ist nicht der Anspruch an mich selbst. Ich möchte Tag für Tag zur besseren Version meiner selbst werden. Ich habe ganz große Ziele, die ich verfolge und ich möchte die Person werden, die diese großen Ziele erreicht. Und dafür ist es einfach notwendig, dass wir an uns arbeiten. Und das ist ja das Spannende, das ist ja das Geile. Du kennst vielleicht im Alltag Situationen, wo du dir im Nachhinein denkst, boah, da wollte ich eigentlich anders reagieren. Boah, warum bin ich da so nervös und warum das und das und das? Das liegt alles in uns. Du kannst daran arbeiten. Das ist das Geile. Und dieses Buch liefert dir 78 Inputs in diese Richtung. Nicht 2, nicht 10, nicht 15, 78. Ziemlich geil. Und das einfach so formuliert, dass es umsetzbar ist, in die Praxis umsetzbar. Das heißt, dieses Buch ist für Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Und jetzt noch auf die eingangs erwähnte Frage, ist das ein Kraftsportlerbuch, ist das ein Ernährungsbuch? Nein, ist es nicht. Im Grunde, wenn ich es thematisch einordnen müsste, es geht um das Thema Mindset zum großen Teil. Ja, es wird auch Gesundheit adressiert, es gibt auch aus dem Wettkampfsport ein paar Inputs, aber der Kern von dem Ganzen ist das Thema Mindset. Genauso wie auch beim Rock-Prinzip, im Mentoring-Programm. Ja, da geht es um Ernährung, ja, da geht es um Regeneration, da kümmern wir uns auch um Schlaf, zirkadiane Rhythmik, was auch immer. Aber der Kern des Ganzen ist das Thema Mindset. Das, was da oben ist, denn mit dem steht und fällt alles. Das ist auch der Grund, warum
98% der Diäten nicht funktionieren, warum du abnimmst und ein halbes Jahr später wieder dort bist, wo du angefangen hast. Das ist nicht, weil du blöd bist, sondern weil einfach gewisse Routinen in dir drinnen arbeiten und genau diese Routine muss man angehen. Und da bringt der beste Ernährungsplan nichts, wenn ich den nicht umsetze. Und genau darum kümmern wir uns. Das heißt, wir schauen uns an, wo kommt denn das Ganze her? Und genau da setzen wir an. Und dieses Buch ist im Grunde auch, wenn du das Buch liest, weißt du auch zum kleinen Teil, wie wir im Rock-Prinzip arbeiten. Und da wirst du merken, da ist jetzt kein klassischer Ernährungsplan drin, das und das musst du essen, sondern wir gehen 3, 4, 5 Schritte davor und schauen uns an, was muss ich tun, damit dann beispielsweise das Zielgewicht ganz von alleine sich einstellt, weil wir vorher alle Dinge ausgeschalten haben und dass diese Rückfälle gar nicht gibt und so weiter. Das heißt, dieses Büchlein, ich wiederhole es noch einmal, ist für Menschen, die sich langfristig weiterentwickeln möchten, die jeden Tag einen kleinen Schritt machen möchten, die sagen, da wo ich jetzt bin, das ist cool, dafür bin ich dankbar, aber ich weiß, da gibt es noch so viel mehr und ich weiß das auch, es gibt so viel mehr noch, ich will noch so viel mehr Mehrwert schaffen, ich arbeite an der Rockworld, da wird es auch noch eine eigene Folge geben, die im Rockprinzip wissen, die oder sind, die kennen das auch schon, mit denen teile ich auch immer meine Mission. Da gibt es so viele geile Sachen noch zu tun und das Leben ist ein Geschenk, jede Sekunde ist ein Geschenk und wenn wir das nicht nutzen, dann ist es aus meiner Sicht einfach ja, Potenzial, das man nutzen oder nicht genutzt hat, das einfach verloren ist sozusagen. Ja, und wir leben einfach nur einmal und genau dieses Leben müssen wir nutzen. Und dieses Buch, ja, erinnert uns daran, dass es so viele geile Sachen zu erleben, zu tun gibt. Und dementsprechend empfehle ich dir, hol dir das. Nicht nur, dass wir ein Buch verkaufen, sondern das empfehle ich wirklich von Herzen, weil da ist so viel Mehrwert drinnen, der mich über die letzten Jahre so stark geprägt hat. Und im Rockprinzip sehe ich, dass Großteil der Menschen genau mit den gleichen Themen in Hand haben. Wenn du jemand bist, der schon all diese Punkte erledigt hat, dann melde dich bitte bei mir, dann können wir da gerne das Buch gut schreiben, wenn du das alles, was da drinnen ist, schon kennst bzw. auch umgesetzt hast. Bis dato habe ich noch niemanden kennengelernt. Ja, das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Büchlein ist ein Herzensprojekt. Dieses Büchlein, wie ich es dir jetzt schon gezeigt habe, und ich bin auch wieder deutlich länger im Video, als ich es geplant habe, aber du merkst, da ist so viel Emotion drinnen. Dieses Büchlein ist extrem persönlich, das ist kein Marketing-Blabla, das ist ein Umsetzungsbuch, geeignet für Männlein, Weiblein, jung bis alt, für Menschen, die einfach was bewegen wollen. Egal, ob du sportlich dich weiterentwickeln möchtest, persönlich, privat, in der Beziehung, was auch immer, all diese Punkte sind enthalten. Lies rein, hab viel Freude damit und vor allem mit dem Stichwortverzeichnis, dass du das immer wieder zur Hand haben und zur Hand nehmen kannst und einfach kurz und knackig Inputs findest, damit es wieder weitergeht. Ja, und wenn du sagst, das Buch kenne ich schon, das Buch ist geil und ich möchte mich trotzdem mit dir weiterentwickeln, dann bewirb dich einfach für ein kostenloses Erstgespräch beim Rockprinzip. Da schauen wir uns an, was ist dein Ziel, wo soll die Reise hingehen und ich zeige dir dann, können wir das gemeinsam machen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und dann bist auch du vielleicht bald Teil in der feinen Rockprinzip-Gemeinde. In diesem Sinne, viel Freude beim Reinlesen. Und ja, genau noch wichtig, wo gibt es denn dieses Büchlein? Das Büchlein gibt es ausschließlich bei uns online. rock-sports.at. Es gibt schon die ersten Anfragen von Büchereien, wo wir das hinliefern werden. Aber aktuell sage ich einmal nur der Online-Shop, bis das andere alles fix ist. Das heißt rock-sports.at. Da findest du im Menü oben das neue Buch, draufklicken und dann kannst du direkt das gönnen. Das ist übrigens auch ein perfektes Geschenk, denn mit einem Geschenk drückt man auch die Werte aus, die man dieser Person mitgeben möchte. Und geiles Geschenk, geile Werte, freut sich auch das Gegenüber. In diesem Sinne, alles Gute, feinste Grüße aus dem Rock Office, aus dem Rockstudio und ich wünsche dir viel Spaß beim Reinlesen.